Das erste Sozialkreditsystem Lite ist jetzt in Deutschland eingeführt worden, und zwar der sogenannte Klimabonus, der bereits an mehreren Orten, wie zum Beispiel Lüneburg, Leipzig, Marburg oder auch Flensburg aktiv ist. Und das Heftige daran ist, dass es auch noch vom Wirtschaftsministerium gefördert wird mit 1,9 Millionen Euro. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ja, was auf den ersten Blick immer überaus sinnvoll und spannend, natürlich auch harmlos klingt, hat in Wahrheit meiner Meinung nach ein großes Gefahrenpotenzial. Worum geht es hier genau? Ich bin dadurch durch ein Apollo News Artikel darauf gekommen, die dazu auch schreiben: Wirtschaftsministerium fördert Aufbau eines Sozialkreditsystems Lite für gute Klimataten mit Millionensumme. Und habe mir das Ganze mal angeschaut. Es gibt dazu nämlich eine Webseite. Hier seht ihr sie: klimabonus.info. Und hier sieht man auch unten, wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Die Förderung läuft seit Anfang März letzten Jahres und soll bis 2026 etwa 1,9 Millionen Euro erhalten. Ja, und worum geht's dabei? Dazu schauen wir uns einfach mal ganz kurz ein Teil dieses Videos hier auf der Erklärseite an. Achte beim Einkaufen auf die Klimafreundlichkeit der Produkte und kaufe regionale, saisonale und Bio-Lebensmittel. Pflanzliche Produkte sind klimaschonender. Fahre Rad, nutze öffentliche Verkehrsmittel und mach mal Urlaub in deiner Region. Repariere, anstatt neu zu kaufen, und teile mit anderen. Wechsle zu einem Ökostromanbieter und spare durch gut gedämmte Wände oder effiziente Haushaltsgeräte Energie. Für solche und weitere klimafreundliche Maßnahmen erhältst du Klimaboni. Damit kannst du klimafreundliche Produkte einkaufen. Dabei entspricht ein Klimabonus auch einem Euro. Du kannst den Klimabonus auch weitergeben an FreundInnen oder an Projekte, die in deinen Augen einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Also, da habt ihr es gehört, ja, man soll sich einfach konform verhalten, so dass man das Klima schützt, regional einkaufen und so weiter und so fort. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Und dann wird das Ganze eben in Form von Klimaboni ausgezahlt, ja. Die spannende Frage ist natürlich, wie kommt denn dann die Finanzierung dessen zustande? Dazu schreibt Apollo News Folgendes: Finanziert werden soll das Ganze aus dem Klimabonusfonds. In diesen Fonds kann jede Privatperson, jeder Verein, Firma oder staatliche Institution einzahlen, um seine CO2-Emissionen auszugleichen. Dabei kostet es eine Tonne CO2 zwischen 50 und 100 Euro, abhängig von der Region, an die man seinen CO2-Ausgleich spendet. Die einzelnen Orte setzen das unterschiedlich um, ja. In Lüneburg beispielsweise, da kann man, wenn du nachgewiesen Rad fährst statt Auto, beispielsweise einen Klimaboni bekommen. Oder wenn du zum Beispiel 12-mal eine vegane Suppe isst in einem bestimmten Laden, dann bekommst du Klimaboni ausgezahlt. Ja, in Leipzig beispielsweise, wenn du deinen Stromversorger wechselst hin zu einem klimafreundlichen Anbieter, hoffentlich nicht teureren. Und in Chiemgau wird zum Beispiel die Anschaffung von einem Balkonkraftwerk mit 100 Klimaboni belohnt. So, kritisch muss man das Ganze natürlich einmal schon deshalb sehen. Ich habe nämlich auf der Webseite hier gesehen, beispielsweise, dass unter anderem, also man kann sich hier auch mal reinklicken, da gibt es unterschiedliche auch ja, Ansichten und die einzelnen Standorte. Und hier gibt es zum Beispiel in Flensburg auch, ne, diese Verzichtwochen, eine Initiative vom Klimabonus Flensburg, ne, und irgendeinem Kirchenkreis, dass du 7 Wochen ohne Amazon und Co. sozusagen auskommen sollst. So, ne, lädt euch ein, bewusster einzukaufen und nachhaltige lokale Geschäfte zu unterstützen. So, in den nächsten 4 Wochen
7 Wochen vermeiden wir gemeinsam Einkäufe über große Online-Plattformen und entdecken stattdessen Vielfalt und Alternativen in unserer Region. So, was ist jetzt daran kritisch zu sehen? Es gibt überhaupt keinerlei Beleg dafür, dass das besser fürs Klima ist. Ich würde jetzt mal aus reinem Nachdenken heraus sagen, dass wenn jeder Mensch auf einmal selbst einkaufen fährt für alle Produkte und nur noch lokal und regional und so weiter kauft, dass das sogar sehr viel schlechter fürs Klima ist, als wenn man jetzt beispielsweise auch unter anderem Online-Bestellungen und ja auch bei Amazon und so nutzt. Warum? Naja, ich meine, allein schon von der Logistik her und von der Effizienz her ist es doch wahrscheinlich für viele Produkte sehr viel besser, wenn ich sie online bei Amazon kaufe, wo es dann beispielsweise ein riesiges Logistiknetzwerk gibt und dann eben die Produkte von spezialisierten LKWs eben jeweils den Leuten nach Hause gebracht werden, statt dass jeder dann wieder individuell sich die Produkte kauft, ja? Also ich bezweifle einfach massiv, dass das, wenn alle so handeln würden, insgesamt besser fürs Klima wäre. Und ich sehe auch nirgendwo einen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass die Art und Weise, wie das hier zum Beispiel durchgeführt wird, besser ist für, ja, irgendwie die Einsparung von CO2 beispielsweise, ja. Das wage ich hier einfach mal massiv zu bezweifeln. Aber natürlich ist es auch, ich meine, generell kann man ja gegen dieses Projekt nicht viel sagen. Also man kann es gut finden, schlecht finden. Warum sollte es nicht diese Initiative und diese Dinge geben? Leute, Unternehmen, Stiftungen, die da mitmachen wollen, sollen das doch einfach machen. Problem sehe ich natürlich nur daran, wenn auf einmal der Staat hier das Ganze fördert. Weil es ist schon, und wie Apollonius hier auch korrekt schreibt, ne, dass sozusagen so eine Art Belohnungssystem für staatlich gewolltes Handeln eingeführt wird, wo eben auch die Moral des Menschen und sein Verhalten anhand von Punkten im Endeffekt reguliert wird. Ne? Und ich meine, es könnte auch, wenn man jetzt ein bisschen dystopischer unterwegs wäre, sagen, okay, im nächsten Schritt, so wie es auch hier bei Apollonius steht, könnten dann die Klimaboni zum Beispiel für schlechte Taten wieder entzogen werden. Ja. Also ich finde, dieser Initiative, davon kann man halten, was man will. Ich finde es ehrlicherweise sehr sinnlos. Ich finde, dieses Thema CO2 und so ist von staatlicher Seite in Deutschland massiv verbockt worden, in jeglicher Hinsicht. Erstens beim Thema Kernkraft, zweitens beim Thema Carbon Capture and Storage, ja, wo es immer noch keine wirkliche Anwendung davon gibt, weil natürlich wieder die ganzen zigfachen Genehmigungen und so weiter nicht bürokratisch kommen. Also was meine ich damit? Das produzierte CO2, gerade in der Industrie, ja, dass das dort direkt bei der Entstehung eben aufgefangen wird. Und auch was das Thema beispielsweise alternative Kraftstoffe angeht, ja, wie zum Beispiel eben synthetische Kraftstoffe und so weiter. Dazu hatte ich auch mal ein Video gemacht. Auch das sollte ja erstmal verboten werden und man zögert es und zögert es hinaus. Und jetzt wollen sie den Bürger aber dazu bringen, ja, dass der bitte doch das anhand von Klimaboni und so einem Sozialkreditsystem Light irgendwie umsetzt. Also ich sehe das ebenfalls massiv kritisch. Bin gespannt, wie ihr das seht.